Den Stahl kann nur der herstellen, der wirklich das auch gelevelt hat. Ja, richtig. Und geschmiedetes Eisen müsste eigentlich jeder herstellen können in der Schmiede. Ja, aber Stahl braucht er. David hört nicht zu, der hört immer nur das, was er will. Wieso? Chrisard hat was von geschmiedeten Eisen geredet. Stahl redet er die ganze Zeit. Eben gerade hat er doch geschmiedetes Eisen gesagt. Jeder hat verstanden, David nicht. Du hast doch alle gesagt, haben Unrecht, nur David hat jetzt Unrecht. Du hast doch gesagt, geschmiedetes Eisen haben wir nicht genug. Er hat von Stahl gesprochen. Ja, halt, also muss wieder zum Ohrenarzt. Da bin ich wirklich blöd langsam. Ja, da bin ich echt blöd. Verstanden, nur du nicht. Da bin ich wirklich blöd, hab ich doch gesagt. Wenn ich das alles nicht mehr richtig verstehe, dann bin ich einfach nur blöd. Wenn ich geschmiedetes Eisen höher anstelle. Wahrscheinlich nur geschmiedetes verstanden und den Rest hier dann einfach. Nein, eigentlich nicht. Zusammengereimt. Aber es ist in Ordnung. Alter, warum sollten wir dich denn anlügen? Bist du jetzt im Schurke wieder oder was? Ich bin nicht im Schurke, das ist doch mein Ernst, was ich sage. Wenn ich andere Sachen verstehe als ihr, dann liegt das doch an mir, nicht an euch. Das ist doch vollkommen in Ordnung. Wann fängt die Nacht an? 21 oder 22? 22. Weil es ist 20, 30. Ja, ich muss auch gleich zurück. Ich bin ja nicht weit weg. Ah, der Mais, ja, der Mais, der wächst. Bei Heidelbeeren sind Bären. Oh. Oh. Oh, die eine Blume ist nicht fertig. Oh. Die blöde Blume. Pusteblume. Wieder rechnen nach. Halb 10 liegt dann heute. Ja, Moment. Da habe ich 3800 Lehm gefunden, weil da hinten alles voller Lehm war. Ah, cool. Was ich denn zum Reparieren für meine Schaufel? Eisen? Ich schmiede das Eisen. Nicht Stahl? Muss ich Tür unten zumachen? Ja, mach mal. Toll. Nee, nicht toll.
Zement. Zement brauchen wir doch nur Stein. Ja, wir brauchen aber noch Zement, was wir ja brauchst du ja, um nachher den Beton zu machen, um die Betonmischung zu machen. Und die also in die Baukiste habe ich das ganze Gestein rein, was ich hatte. Bruchsand. Ein kleiner Stein in den. Ne? Ich glaube, ein bisschen haben wir sogar schon. Irgendwo habe ich was gesehen, glaube ich. Wow. Olli, die Trödeltante kommt auch rein. Ich glaube, letzten Drücker wieder. Ja. Ich hoffe ja mal, dass wir ne, bald mal in die Puschen kommen hier. Moment. Brauchen wir auch noch zwei Türen, ne, David? Vorne eine und hinten eine. In der Mauer. Ja. Die Mine habe ich auch schon angefangen. Hinten raus aus den beiden Türen, gerade mal geradeaus. Dann kommt ihr genau drauf zu. So, wenn die nachher wieder reinkommen, ne? Was reinkommen? Ja, in die Hütte, ne? Dann haben wir Arschkarte. Wann kommen eigentlich die Pferals? Das dauert noch ein bisschen. Haben die nicht schon eingetroffen unterwegs? Ja, die spawnen auch mal zufällig in der Welt. Ja, das kann auch passieren. Ja, aber ist auch kein Problem mit unserem Stuff, den wir haben. 25 Punkte, was soll ich jetzt machen? Du kannst ja auf Stahl gehen sonst oder so. Oder keine Ahnung, was Athletik oder sonst irgendwas. Keine Ahnung. Überlebende und das Kamel. Kannst du auch machen. Habe ich noch 13 Punkte. Kann ich noch. Nee, Bauwerkzeuge, nee, auf Waffenschmied, Werkzeugschmied gehen, dann bin ich auf Werkzeugschmied auch schon auf 4. Ja, da kannst du sogar besseres Werkzeug herstellen als ich. Guck mal, siehst du. Alter, schon Level 20 seid ihr beide. Ey, das gibt's doch nicht. Ja. Ja, Chrisat und André. Ja, hab ich geschummelt. Ich glaube, ja, ich bin Level 2. Ich merke jetzt schon, dass du geschummelt hast. Wo ich alles live gemacht habe. Olli macht das Feuer aus über Nacht. Wieso nicht los? Ja, die kommen ja erst, wenn du das Feuer anmachst. Da ist irgendwas draußen. Ja. Siehst du? Die kommen so oder so. Nur noch Stein? Ja. Hinten in der Kiste. Oh, ich hab Hunger. Hat einer von mir für mich ein T-Shirt gefunden? Guck mal, die Klamottenkiste draußen. Ja, das musst du ja da zerlegen. Ah, oh, ich kenne 200er Werkzeug. Oh, wir haben Messbecher. Ja, natürlich. Aber ist jetzt wieder Zeit für David aufzuräumen, weil jetzt wieder abends ist, dann hat er Zeit. Und gleich werde ich feststellen, dass im Feuer auch schon eins ist. Ja, hab ich schon. Ich guck gerade mal hier nach da. Menschen, So, und ich habe noch ein paar Verbandskästen mitgebracht. Wie machen wir denn Dünger? Einfach nur Fertilizer eigentlich. In die Toiletten greifen, da ist die Schiede. Ah, Fertilizer. Du kannst mit menschlicher Scheiße machen, brauchst du immer. Einmal am Chemietisch, einmal am Feuer und einmal im Betonmischer. Kannst du dann. Da brauche ich auch noch Dirtfragmente. Im Betonmischer könnten wir sogar mit verrottetem Fleisch machen. Das heißt, sammelt das verrottete Fleisch ein ab jetzt. Okay,
Das sammle ich die ganze Zeit ein. Schmeiß das immer weg. Müssen wir mitsammeln, dann können wir nämlich daraus auch Fertilizer, einen Betonmischer machen. Das ist ja sehr gut. Ja, einer. Da haben wir jetzt ein Fertilizer gleich. Und so, da machst du, ist doch so eine Erde, die ist doch dann immer gedüngt. Okay. So ein Erdblock sein. So, was machen wir mit den ganzen Kochtöpfen? Ja, scrappen. Wir noch ein zweites Lagerfeuer bauen oder scrappen? Einen auf Reserve und den Rest weghauen. Ich will aber noch ein zweites Lagerfeuer bauen, das komplett voll machen und den Rest können wir dann scrappen. Benja muss doch noch ein Lagerfeuer machen für ihre Quest, dann können sie doch noch eins stellen. Ja. Direkt am besten neben das auf der Kiste, dann haben wir direkt passend alles hier. Muss mir jetzt erstmal ein Holz stibitzen. So, ein Kochgrill haben wir auch drei Stück. Oh, weg, da ist noch eine Eisenschaufel. Da hat jemand eine Eisenschaufel reingeschmissen. Das ist die von Danja, die habe ich da reingelegt. So. Hab noch meine gelbe repariert. Gott, wir haben ja kaum noch Eisen. Ja, habe ich doch dir gesagt, ich doch die ganze Zeit. Er muss ja ab und zu mal ein bisschen. Da habe ich schon ein bisschen was reingetan von den anderen. Von dem Scrap Eisen. Wo ist denn jetzt meine Schaufel? In der Müllkiste vorne links. Die da hinter neben der Tür steht. Schon wieder unten im Haus, irgendwo unten im Haus. Wasser musst du nachher gleich noch holen. Ich geh doch im Keller holen. Ja. Wie du das menschliches Pew in unserer Essenskiste gelegt, ne? Ja. Ich. Okay. Wie viel ist denn da noch drin? 4 Stück, ja, das reicht doch, ist doch cool. Vielleicht mal zum Händler, wo ist denn der nochmal? Der Typ da, ne? Da hat eine Gebäude die Straße runter, ne? Ja. Vielleicht da nochmal, mache ich gleich schon mal da 2000 von dem Sand. David sagt immer, wir sollen Feuer ausbauen. Wer macht's an? David, der darf immer. Ne? Ja, ich hab's nur gemacht, um dir die Dinger da schon mal in Auftrag zu geben. Dein Dünger. Hui, hui, hui. Hui, hui, hui. Hui, 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 hui. So, ich muss $1 Million fragen. Ja. Wo kriegen wir den kleinen Motor her? Aus Autos.
Okay, gleich geht's wieder los. Also, Chris, du könntest doch mal den Rock ausziehen und weitergeben, ne? Nee. Das ist mein Rock. Bestimmt doch für dich noch eine ordentliche Hose hier drin, sag ich doch. Da ist noch eine White Shorts drin. Und Black Shorts. Hallo? Und Laufschuhe, falls wieder Zombies hinter dir her sind. Laufschuhe. Der Rock hat 250, den gebe ich nicht ab. Was ist ja schön luftig beim Arbeiten. Macht er jetzt die Federn hin? Ja, oben. Hier oben ist die Munitionskiste, da kommt er rein. Da müssen ja auch noch Pfeile drin sein, normalerweise. Ja, Pfeile müssen auch noch drin sein. Die hab ich. Bruchsand haben wir nur 24, deswegen gleich mal Bruchsand herstellen. Ich klopf gleich weiter Steine. Ja. Freunde von Fahrenheit? Weiß nicht, wer ist Fahrenheit? Temperaturanzeige. So, Temperaturanzeige. Ja, du bist ja... überhitzt ja sowieso ständig. Wieso? Kann man ja nicht auf Grad Celsius umstellen, oder? Da gibt's bestimmt eine Mod für. Weiß ich nicht. Das ist mein geiler Blaumann, der macht mich so heiß. Ich kann mir alles wieder anschalten hier. So. Tut, tut. Hier auf der Ecke kloppen sie dann da rum. Gehst du raus und machst sie kaputt? Wer hat die Waschmaschine demoliert? Oh, voll daneben. Und zerlegen. Oh nein, es schneit. Der Axt zerlegen, dann kriegen wir vorne das Fleisch raus. Ich geh mal beim Händler vorbei. Ich geh Autos suchen. Oh, hier draußen sind. Oh, da kommt eine Horde. Wo? Wieder Richtung Norden. Hol ich doch erst nochmal zurück. Kann ich nicht abbauen. Horde. Na, wo seid ihr denn? Da hinten sehe ich sie. Das ist schon erledigt, oder? Nee, da sind sie alle. Doch mal dem Papa was übrig hier. Nahkampf-Papa. Das ist tot. Ja, mal weiter, ihr seid da ja beschäftigt. Moin, Nick. Au! Sorry. Wo ist denn der Kopf hin? Ah. Au. Pille gegeben. Au. War schon, dann wird hier eine Horde. Habt ihr sie auch zerlegt? Hm. Nimmt einer das Fleisch mit, weil ich muss jetzt durch die Gegend tingeln. Ja. Nicht unbedingt beim Händler die ganze Zeit nach Fleisch riechen.
Nee, das Fleisch riecht nicht, das ist komisch. Das ist das vergammelte Fleisch. Das ist komisch, genau. Das riecht nicht. Müsste ich da nicht nach Zombie riechen? Nee. Fleisch ist komisch. Riecht nicht. Das schneit in letzter Zeit so häufig unsere arme Ernte. Ein Bier mitnehmen sollen. Das ist mein Stein. Jetzt mit Bier. Bier. Ah, hier ist der Händler. Der hat nur so eine Holzwand, ne? Wenn man sich überlegt, wie schnell die Zombies bei uns durch sind. Was? Der hat noch zu? Was macht er denn auf? Um 7? Um 6? Ne, um 7. Oder um 8. Oder um 9? 10? Wer war denn jetzt? Der hat Urlaub. Hast du das Schild nicht gesehen? Ist er da auf? Der hat bei deinem letzten Fresseneinkauf so viel verdient, dass er jetzt in Rente geht. Dafür habe ich gar nicht eingekauft. Das ist ein Destroyed Zementmixer. Können wir nicht benutzen. Oh, die Sachen können wir gar nicht benutzen. Ja. Ja, dann müssen wir uns die Zementmischer halt selber zusammen basteln. Ich bin auf der Suche nach Autos. Arschloch. Komm du mal raus aus deinem Bunker, dann gib ich dir. So viel gibt's noch mehr. Jetzt regnet es. Schnee, Regen, was kommt gleich? Orkan, Wirbelwind, Sharknado. Gewitter. Ja, Gewitter, jawohl. Gewitter, Vorsicht, die Blitze können einen erschlagen. Wow. Nein, echt jetzt? Ja. Cool. Wem passiert das wohl als erstes? Mir. Ich stehe auf dem Stein. Oh Gott, das ist ein Savior. Erzähl wie ein Edo. Das ist die schlimmste Sorte von Tornado. Ist aber auch am Schütten jetzt hier. Ich bin 100% nass. 50%. Bin ich nur nass? Richtig nass. Du bist richtig nass. Also so richtig. Ich bin nicht nur feucht, ich bin nass. Ein feuchtes Nix.
Hallo, ich komme nach Hause. Der mal wieder nicht funktioniert. Hallo, Papa. Mhm. Da ist immer noch zu Hause, weil es regnet. Ich wollte nicht raus. Nee, ich war schon ein bisschen draußen, aber ich habe dann zwischendurch noch mal ein bisschen aufgeräumt und euch noch was hergestellt. Guck mal, André, guck mal in die Klamottenkiste rein. Um. Mach einfach. Lederbrust. Ja. Das ist unser ganzes Leder. Nein, wir haben noch genug. Ich kann Alteisenrüstung. Ja, das ist auch gut. Ich kann Eisenschuhe kann ich machen, Eisenstiefel. Die kann ich herstellen. Ja, machen wir jetzt als nächstes. Wir brauchen einen kleinen Motor. In der Sackgasse. Ja, den brauchen wir. Wie damals mit dem Messschieber, den wir brauchten, um Munition herzustellen. Ja, den brauchst du ja jetzt nicht mehr. So. Ja, und ja, wenn dann braucht jeder nachher gleich irgendwie eine Schraubenschlüssel. Dass wir dann alle, geht das vielleicht auch bei den Waschmaschinen zum Beispiel? Wirklich, ja. Oh nein! Was denn? Hundehorde! Was, wo? Draußen vor der bei Tür. Mir! Aua, aua, aua! Komm, oh, hier. Scheiße! Oh, wapp! Oh, scheiße! Geh weg! Geh doch mal rein, ey! Scheiße! Eine Hundehorde vor der Tür! Wir brauchen hier vor der Tür, hinter der Tür! Wir brauchen hier dringend Schießschaden, Alter! Ey, nee, hier geht das nicht! Also einen habe ich mitgenommen. Wow, direkt vor der Tür. Nein, die kommen über einen Block drüber, müssen wir mal rechnen. Ne? Die kommen durch einen Block durch. Regnet das noch? Ja. Draußen ist eine Hundehorde. Er macht die David, mach auf und lass rein. Einen müssen wir erledigen. Okay, warte. Die hören sich immer noch so an wie so ein Tyrannosaurus, Alter. Wo ist mein Messer? Ich muss gleich hier mal die Türen. André, du hast die Nagelpistole, ne? Ja. Da musst du dir gerade mal geschmiedetes Eisen nehmen und die Tür reparieren. Wow! Danke, David. Du hast ihn so reingelassen, dass ich genau an der Tür stand, ne? Bin infiziert und hab kaum noch Leben. Hast du mir sogar noch einmal in den Kopf geschossen. Kannst du einfach die Tür aufmachen? Sag doch Bescheid, wenn ich da am Arbeiten bin, ey. Du bist da weggegangen, dann bist du da wieder hingegangen. Alter Schwede. Eine Waschmaschine krieg ich bisher nur Rohre. Immer noch, ist schon wieder am Schneien. Und auch Honig? Ich glaube nicht. Ja doch, haben wir. Ich kann es nicht essen, weil ich nicht hungrig bin. Wir sind noch Antibiotika. Mine, Antibiotika. Bullshit. Wieder, ja. Ein Hund ist hier drin. Ledig. Zerlich. Alter. Entschuldigung.
Wer hat denn hier hinten die Ecke zerlegt? Die Ecke. Komm mal raus, hier hinten. Hinter dir. Ja, da. Du hörst mir nicht zu, ne? Die Mauer hält nicht. Ach, ich habe eine Batterie. Das war ein Hund. Kann doch nicht nur ein Hund gewesen sein. Das ist nur ein Hund. Der eine Zombie vorhin hat auch die ganze Mauer zerlegt. Ja, aber. Die Mauer ist scheiße, die bringt überhaupt nichts. Ja, aber wir brauchen hier irgendwas zum Schutz. Wissen Sie, bringen die Tiere mittlerweile Leder. Der Hund ist verrückt. Sind die Hunde draußen auch weg? Ja, sieht gut aus. Aber ich höre irgendwie einen Benji und draußen läuft noch ein Hund. Ja, geh mal nach dem Hund suchen. Aber das Maisfeld ist raus. Aber einen Banshee sehe ich nicht.